So Leute, ich melde mich mal wieder nach über einer Woche. Wir sind gerade in Funchal City. Wir sind jetzt in einem Bioladen, der heißt Biologisch, der ist im Keller. Das ist der einzige Laden, der nicht gerade komplett überfüllt ist, weil Bio ist halt ein bisschen teurer. Der Laden hier ist schon etwas sehr teurer. Es sind nur wenig Leute drin. Und wir kaufen jetzt hier noch ein paar Sachen ein, weil in den normalen Geschäften ist auch gerade sehr viel los. Ja, ihr wisst schon was. Covid ist... Das ist der gute Tofu. Das ist der geräucherte, aber das ist der gute, der nicht nach Holz schmeckt. Ah, okay, alles klar. Covid ist jetzt auf der Insel angekommen und Leute, es dürfen keine Kreuzfahrtschiffe. Wenn ihr Desinfektionsmittel braucht, hier gäbe es noch was. Ich nehme mal was mit. Hier auf der Insel ist jetzt auch sehr viel Chaos, sag ich mal so. Weil die Leute machen sich auch langsam jetzt Sorgen, weil Italien halt so komplett betroffen ist und viele Italiener halt regelmäßig hinkommen. Und ja, wir schauen mal rein. So, wir haben jetzt nochmal schnell ein paar Kleinigkeiten gekauft. Wir haben sehr viel Nudeln. Vielleicht haben wir uns noch ein paar Tomatensoße geholt. Ein bisschen Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und so weiter. Und noch ein paar Nudeln und ein bisschen Tofu. Wir haben gestern schon gestern haben wir schon eine sehr große Menge eingekauft. Deswegen kaufen wir heute gar nicht so viel, aber wir holen uns auf jeden Fall noch Klopapier. Wir müssen es so machen wie in Deutschland. Klopapier. Aber wir schauen uns gleich mal ein normales Geschäft an, dann könnte ich euch mal zeigen, was da los ist. Hier ist das Krankenhaus und da ist ein Quarantänezelt. Vor dem Krankenhaus. Und da müssen die Leute rein. Nach 300 Metern links abbiegen. Aber danke, Navi, dass mir reinreden ist. Auf jeden Fall müssen die Leute rein, die auf Verdacht erstmal gecheckt werden, bevor die im Krankenhaus. Also hier sind so mehrere Quarantänezelte aufgebaut, auch da. Interessant, interessant. Wir gehen jetzt nochmal zu einem Gemüseladen und gucken, ob wir da noch was an Obst und so kriegen. Und dann fahren wir noch bei meiner Mutter vorbei und muss ich euch noch ein paar Sachen erzählen. Oh ja, wir sind jetzt bei einem Betrieb, der heißt Fresh Bio. Der liefert an die ganzen Supermärkte Bio-Sachen, das ist so eine große Firma. Und die liefern an die ganzen Supermärkte Bio-Produkte, aber hier kann man auch quasi wie in Deutschland so Lagerverkauf machen. Also hier gibt's sozusagen die Sachen, die man auch hier verkaufen kann. Und das Gute hier ist, es ist nichts los, weil es so ein Geheimtipp ist. Jetzt habe ich den Geheimtipp kaputt gemacht mit dem Video. Für alle Leute, die das Video sehen auf Madeira, Fresh Bio, beste. Hier kann man auch einkaufen ohne Panik. Hier gibt es auch unverpackte Sachen, also Bohnen, Linsen und so weiter und so fort. Richtig geil. Wir haben ein paar Kartoffeln eingepackt. Das sind nämlich Batata Regional. Das sind die Madeira-Kartoffeln. Und die haben so einen leicht rötlichen Farbton. Sind sehr nice. Was hier auch geil ist, frischer Grünkohl. Hammer. Richtig geil. Es wird noch ein bisschen gesund gehamstert. So, wir sind fertig, dieser kleine Laden da. Ist der absolute Oberhammer. So ein geiler kleiner Laden, da gibt es einfach alles, was man braucht. Und der ist halt direkt an der Obst-Gemüse-Lagerhalle, wo die halt wirklich alles beliefern. Das heißt, das ist die frischeste Quelle, weil dahinter quasi wird das ganze Obst und Gemüse für den Vertrieb vorbereitet. Das ist halt so eine komplette Fabrik-Area für Obst und Gemüse, die hier anbekommen. Alles für Bio-Sachen. Und wir haben uns jetzt verschiedene Sachen geholt. Wir haben uns auch ein paar Nudeln, habe ich euch hier eben gezeigt. Das war eben vom anderen Bioladen. Noch ein bisschen Desinfektionsmittel, Tomatensauce und so. Ein paar Chips haben wir uns geholt zum Snacken. Dann haben wir uns jetzt hier noch Avocados von Madeira geholt, Äpfel von Madeira, Bananen. Die sind hier immer grün, also wundert euch nicht. Also die werden ja frisch vom Baum abgepflückt. Die müssen ja nicht auf so einen langen Schiffsweg nach Deutschland kommen. Deswegen sind die grün. Man kriegt immer grün hier und die werden dann gelb zu Hause. Genau, Bananen haben wir uns geholt. Einer hat schon gedacht, ich werde mal gelb. Dann haben wir hier noch Lauch und noch mehr Nudeln und ein paar Zahnbürsten. Grünkohl, geil. Ein paar Dosen mit Bohnen und Linsen für die langhaltbaren Sachen. Süßkartoffeln, Zwiebeln und hier noch gekühlte Sachen, was auch richtig geil ist. Da gibt es frische gekühlte Sachen, also die werden da direkt von der Fabrik her gekühlt. Also quasi gekühlter Brokkoli, gekühlte Mango, also gefrorene Brokkoli, gefrorene Mango und so weiter und so fort. Ganz viele leckere Sachen. Das ist unser kleiner Ausbeute. Wir müssen jetzt noch in den normalen Supermarkt wegen Klopapier und dann so lange wie möglich nicht raus, denn ich habe auch keinen Bock. Ich werde euch gleich kurz erklären, warum wir so vorsichtig sind. Also kurze Erklärung, um ein bisschen Panik zu nehmen oder ein bisschen aufzuklären. Wenn wir beide, Sabine und ich, jetzt Covid-19 bekommen würden, ja, wäre es nicht so schlimm, weil wir sind jung, unser Immunsystem ist gut, wir sind nicht krank, aber meine Mutter ist schon etwas älter und meine Mutter hat einige Vorerkrankungen. Hallo! Und bei meiner Mutter wäre es sehr scheiße, wenn sie sich anstecken würde mit Covid-19. Und deswegen versuchen wir einfach, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Deswegen werden wir uns ein bisschen barrikadieren
Das bedeutet aber auch, es kommen jetzt wie letzte Woche schon nicht so viele Vlogs in nächster Zukunft, weil ich nicht so viel außen unterwegs sein werde. Ich werde nicht so viel unterwegs sein aktuell. Tanzi hatte gerade mehrfach Besuch, einmal von Horst Vlog, dann noch einmal jetzt von dem Cutter von Monte und von Kulewu. Jetzt noch einmal gerade von Atlas, sondern noch einen anderen Kollegen. Also der hat gerade sehr, sehr viel Besuch, was auch gut ist. Die sind auch zusammen im Fitnessstudio und so. Ich habe auch gesagt, ich mache ein bisschen Home-Training bzw. Outdoor-Training und sowas. Weil dadurch, dass jetzt so viele Leute von Deutschland gekommen sind, bin ich einfach ein bisschen vorsichtiger. Erstmal ein bisschen abwarten, beobachten, weil ich will meiner Mutter einfach keiner Infektionsgefahr aussetzen, weil ich die halt regelmäßig treffe und deswegen möchte ich mich einfach nicht, ja, in die Position sozusagen bringen. Komm, wir fahren. Hey, wir fahren, Schatz. Es ist gerade noch eine Uhrzeit, in der die meisten Leute noch arbeiten. Das heißt, es ist noch nicht so voll, dachte ich. Aber es ist schon gut voll auf jeden Fall. Ja, es geht aber noch. Also es ist schon... Es ist schon sehr voll. Okay, es ist auf jeden Fall auch schon sehr viel weggekauft hier. Also das hier ist die Klopapierabteilung. So leer habe ich die noch nie gesehen. Es gibt zwar noch genug. Nee, was ist das? Küchenrolle, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die haben wirklich. Die Küchenrolle. Nee, aber die Klopapier. Unten, das unten ist Klopapier, oben Küchenrolle. Unser Klopapier kauft keiner, sehr gut. Wir kaufen meistens das Klopapier hier. Das ist zu teuer für die Leute. Das ist recyceltes Klopapier und Papierhüllung. Ja, die Leute mögen das nicht, das möchte ich auch nicht. Okay, krass, hier ist auf jeden Fall auch schon. Geht schon was gut ab. So, wir hatten Glück. Unser Klopapier, dieses Recycelte, was wir mal nehmen, wollte keiner kaufen. Weil es gibt nur irgendwie 4 Rollen und es ist dafür verhältnismäßig nicht so günstig. Ja, da hatten wir Glück gehabt, weil es gab sonst kein Klopapier mehr. Also alles andere an Klopapier war ausverkauft. Ist auch egal, jetzt können wir auch einfach den Arsch in der Dusche abwischen mit Wasser. Die Sache ist, ich mache mir eigentlich mehr Sorgen um die Lieferengpässe auf einer Insel, als um das Virus selbst. Weil auf einer Insel ist es halt so, die Sachen kommen nicht jeden Tag, hier die neuen Waren. Ich glaube, die Lieferengpässe sind das, was ein bisschen am stressigsten ist hier auf der Insel. Deswegen haben wir uns das gut eingedeckt. Wir sind jetzt für einige Wochen, vielleicht sogar über einen Monat, sind wir jetzt mit unseren ganzen Sachen, die wir gekauft haben, wir gestern auch schon einen Großeinkauf gemacht, sind wir jetzt versorgt. Und ich denke mal, damit sollten wir über die Runden kommen. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal alles, was wir brauchen. Ich fand schon krass, wie viel los war, obwohl noch quasi die meisten Leute gerade arbeiten sind. Ich denke mal, es ist gerade mehr los als zur Weihnachtszeit. Ich war ja zur Weihnachtszeit auch einkaufen hier und es ist gerade mehr los als zur Weihnachtszeit. Und zur Weihnachtszeit ist ja immer schon viel los, ne? Also es ist schon crazy. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie es gerade in Deutschland ist. Es ist in Deutschland auch immer sehr viel los in den Geschäften aktuell. Schreibt mal eure Erfahrungen dazu. Wir sind auf jeden Fall versorgt gleich mal, ja. Wir sind versorgt. Bis wir mehr wissen, was hier auf der Insel jetzt passiert. Wenn die Flughäfen und Schiffe und so abschneiden, dann ist ja okay. Aber dann wird es trotzdem schwierig mit Lebensmittelengpässen. Krass, wie schnell so eine Pandemie auf einmal das alltägliche Leben verändert. Knubbel, nee. Das ist nicht für dich. Nein. Knubbel? Lass die Banane in Ruhe. Wie er so rückwärts auspackt. Okay, Leute. Die Sache ist die, ich mache mir natürlich ein bisschen Sorgen, weil wir auf einer Insel nicht die gleiche Versorgung mit Lebensmitteln und so haben wie auf dem Festland, das ist ja klar. Aber ich denke, wir sind jetzt auf jeden Fall gut vorbereitet, also macht euch keine Sorgen. Ich hoffe, in Deutschland wird es auch nicht schlimmer. Schreibt mir einfach mal gerne eure bisherigen Erfahrungen zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Ich werde jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich viel mehr Gaming streamen. Es werden weniger Vlogs kommen, weil ich werde überwiegend zu Hause bleiben. Und ich habe mir überlegt, meinen Bart nicht mehr zu schneiden, bis dieses ganze Corona-Thema vorbei ist. Das Problem ist, ich sehe jetzt schon aus wie so jemand, der keinen Rasierer hat. Und das könnte sein, dass dieses ganze Corona-Thema, also dass dieses ganze, die Pandemie, dass die ein Jahr oder sogar noch länger anhält. Also es kann sein, dass nächstes Jahr genau noch immer so ist oder noch schlimmer. Oder es kann sein, dass es in 2 Jahren noch so ist. Kann auch sein, dass es dann wieder vorbei ist. Manche Leute sagen, so angebliche Virenexperten, Virologen, im Herbst wird es erst richtig schlimm. Also das dauert dann noch eine richtige lange Weile. Manche sagen, es könnte schon nächstes Jahr vielleicht vorbei sein. Also es gibt so verschiedene Meinungen. Das kann jetzt noch keiner sagen. So, es weiß noch keiner, was wirklich wird. Deswegen lieber vorsichtig sein. Aber ja, ich werde meinen Bart erstmal nicht mehr rasieren. ich sehe richtig seltsam aus, aber passt. Ich werde jetzt solange diese Pandemie herrscht, werde ich meinen Bart nicht mehr rasieren. Mal gucken, ob ich das durchhalten kann. Also ich werde den Schnurrbart und so werde ich ein bisschen rasieren, damit der nicht im Mund hängt. Aber hier den unteren Bereich hier, den werde ich nicht mehr rasieren, okay? Gut, machen wir. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr jetzt noch Schüler seid und ihr schulfrei habt. Keine Ahnung, ist das gut oder ist das schlecht? Naja, mehr Freizeit, aber auf der anderen Seite, kurz vor den Prüfungen jetzt nicht mehr lernen zu können, ist auch scheiße. Also es ist schon nervig, wie das plötzlich unser ganzen Alltag verändert, ja. Haltet durch, Leute, haltet durch, macht euch keine Sorgen, aber passt auf euch und eure Liebsten auf.
vor allem auf die älteren Menschen. Ich habe hier nochmal, mein kleiner Bruder hat nochmal den Kühlschrank von zu Hause gefilmt, also bei meiner Mutter. Und man sieht da oben halt, dass da ziemlich viele Medikamente und so im Kühlschrank noch sind. Und das wollte ich einfach nur zeigen, denn wie gesagt, meine Mutter ist auf Medikamente angewiesen, die hat Vorerkrankungen. Und meine Mutter macht mir am meisten Sorgen, was den Virus angeht. Da mache ich mir einfach Sorgen. Bei mir mache ich mir gar keine Sorgen, aber ich mache mir halt nur ein bisschen Sorgen um Lebensmittelknappheit und so. Es gab 2010 gab es mal eine ziemlich dicke Krise hier auf Madeira. Und es könnte sein, dass halt sowas wiederkommt, weil Wirtschaft ist natürlich auch dadurch problematisch. Kann natürlich auch in Deutschland passieren, kann in Italien passieren. Wirtschaftskrise 2.0. Ich weiß das alles nicht. Ich bin kein Finanzexperte. Ich muss auch sagen, geopolitisch bin ich auch nicht so stark unterwegs. Also ich weiß es nicht. Es kann alles sein. Es kann auch sein, dass es bald wieder vorbei ist. Aber ich rechne mit einem Jahr, Minimum. Gut, haut rein. Ciao.